Hallo und herzlich willkommen zur Softwaretechnik-Vorlesung, heute zum Thema Testen. Das ist nur die erste Vorlesung im neuen Jahr. Die anderen Themen liegen jetzt ein bisschen zurück. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil das Thema Software-Testen und wie wir das heute behandeln, wir gar nicht so viel von den letzten Vorlesungen unmittelbar brauchen. Wir haben unsere Schaubilder nichtsdestotrotz in den letzten Vorlesungen schon benutzt von den Schaukeln, um zu zeigen, es gibt verschiedene Phasen in der Softwareentwicklung und ja, über die Softwareentwicklung müssen wir sozusagen natürlich erstmal überlegen, was wollen wir überhaupt implementieren. Wir machen dann den Entwurf und dann wird es implementiert. Da haben wir gestoppt im letzten Semester und heute soll es um das Thema Testen gehen. Und die ersten, die so ein Softwareprodukt testen von den realen Kunden, die werden auch Beta-Tester genannt. Und wir wollen natürlich nicht hoffen, dass die sowas Schlimmes an Software irgendwie bekommen müssen. Das Bild hier ist tatsächlich ein bisschen traurig. Allerdings sehen wir das in der Praxis teilweise auch. Und die Frage ist, wie können wir das verhindern? Ja, wir wollen ein Softwareprodukt bauen, was schon für den Beta-Test tatsächlich gut geeignet ist. Und was wir dann auch schon gut an Kunden rausgeben können. Die Vorlesung gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil geht es allgemein um das Thema Qualitätssicherung. Qualitätssicherung, aber selbst auch Testen betrifft natürlich nicht nur Software, das gibt es in vielen Bereichen. Und wir gucken uns hier die spezielle Sicht auf die Software an. Testen ist ein kleiner Teil von der Qualitätssicherung und wir nutzen es so ein bisschen als Einordnung, den ersten Abschnitt. In den zweiten Und dritten Teil, im zweiten und dritten Teil wird es um das Thema Whitebox und Blackbox-Testing gehen. Das sind so zwei grundlegende Arten und Weisen, wie man Software testen kann. Zusätzlich zu dem zweiten und dritten Teil wird es diesmal noch explizit separate Teile geben, in denen ich praktisch was vorstelle mit Eclipse und JUnit. Das heißt, das wird im Anschluss an den zweiten und den dritten Teil ist es sinnvoll, sich die anderen Teile mit anzusehen. Gut. Aber dann kommen wir zum Thema Qualitätssicherung oder Englisch Quality Assurance. Das heißt, das ist das allgemeine Gebiet. Wir wollen irgendwie die Qualität des Systems sicherstellen. Und die Frage ist überhaupt erstmal, was bedeutet überhaupt Qualität? Und das wollen wir jetzt klären. Bevor wir allerdings dazu kommen, würde ich gern einen relativ aktuellen Aufhänger nehmen. Nämlich, wenn wir über Testen reden, dann kommen wir relativ schnell gedanklich auch zum Thema Corona, Corona-Tests. Und im Mai letzten Jahres hat sich Donald Trump zu folgendem Statement hinreißen lassen: If we didn't do any testing, we would have very few cases. Und natürlich ist das ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Allerdings hat er suggeriert, dass wenn wir weniger testen, dann haben wir auch weniger Corona-Fälle. Und tatsächlich ist natürlich die Anzahl der Fälle sogar praktisch höher, wenn wir weniger testen, weil wir weniger wissen und weniger Personen isolieren können. Das heißt, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Und ja, bloß weil wir die Augen vor den Fehlern der Software verschließen, können wir sozusagen nicht davon ausgehen, dass es keine gibt. Testen ist also enorm wichtig, nicht nur bei Corona, sondern auch bei Software. Und es gibt allerdings noch andere Parallelen, nämlich so wie wir praktisch jetzt nicht jeden Mensch auf der Erde auf einmal testen können, haben wir auch ähnliche Probleme in der Softwarewelt, dass wir nicht alles unbedingt vollständig abtesten können, sondern dass wir uns Gedanken machen müssen, an welchen Stellen testen wir strategisch. Und da wird es auch im zweiten und dritten Teil noch etwas konkreter darum gehen, mit Strategien, wie wir damit umgehen können, allerdings für das Thema Software-Testen. Andy Hunt ist einer der Vordenker, was agile Softwareprogrammierung angeht und ein Autor vom Buch The Pragmatic Programmer. Und er hat Folgendes von sich gegeben: No one in the brief history of computing has ever written a piece of perfect software. It's unlikely that you will be the first. So, und es gibt, mit anderen Worten, es gibt eigentlich keine perfekte Software. Software enthält immer Fehler. Man hat immer Denkfehler, wenn man die Software programmiert und deswegen, ja, oder wenn man Software zusammensteckt, kann es Fehler geben. Das heißt, es gibt immer so ein Verständnis, naja, okay, wenn ich im ersten Jahr programmiere, dann mache ich vielleicht noch Fehler, aber dann, wenn ich 5 Jahre programmiere, dann mache ich keine Fehler mehr. Und das passiert de facto nicht und das müssen wir uns eingestehen,
und wir müssen nach Mechanismen suchen, wie wir diese Softwarefehler eben finden können. Erstmal ist die Frage, was ist eigentlich Softwarequalität? Allgemein erstmal Quality. Quality is the entirety of properties and characteristics of a product or process that indicate adequacy with respect to a given requirements. Das heißt, die Qualität ist die Gesamtheit aller Eigenschaften und Charakteristiken, die zeigen, dass wir die Anforderungen erreicht haben. Und jetzt ist die Frage, Qualität von was? Wir können die Qualität von einem Softwareprodukt, von der Software messen, allerdings auch von einem Prozess, dem Prozess, der uns dahin führt. Und es gibt einige Indikatoren dafür, dass das einhergeht, ja, dass man einen guten Prozess braucht, um gute Software entwickeln zu können. Allerdings heißt es nicht, dass bloß weil man einen guten Prozess hat, dass man plötzlich gute Software hat. Es gibt noch das Thema Quality Assurance, zu Deutsch Qualitätssicherung. Quality Assurance are all activities with a goal to improve the quality. Und das ist jetzt ja auch wieder allgemein gefasst und tatsächlich ist Qualitätssicherung befasst sich mit dem Verbessern von Prozessen, wie wir Software entwickeln, aber auch mit der eigentlichen Qualität der Software. Und heute in der Vorlesung wird es im Wesentlichen nur um die Qualität der Software gehen. Wir werden allerdings über Prozesse in der nächsten Vorlesung noch detaillierter sprechen. Welche Erwartungen haben die Nutzer von der Software an die Qualität? Und das ist relativ interessant, da sich in die Gedankenwelt von Ian Somerville kurz einzufinden. Deswegen würde ich das kurz vorlesen. Because of their previous experiences with buggy, unreliable software, users sometimes have low expectations of software quality. They are not surprised when their software fails. When a new system is installed, users may tolerate failures because of the benefits of use outweighs the cost of failure recovery. However, as a software product becomes more established, users expect it to be more reliable. Das heißt, im Wesentlichen ist für die Softwarequalität, die wir sozusagen erreichen müssen, ist auch entscheidend, was für eine Erwartungshaltung die Nutzer haben. Und tatsächlich haben Nutzer selten die Erwartungshaltung, dass Software gar keine Fehler hat. Und dann ist auch immer noch die Frage, wenn ich eine Software einfüge oder wenn es eben schon eine Weile gibt, dass man dann unter Umständen auch eine andere Erwartungshaltung hat, dass bestimmte Fehler nicht mehr auftreten. If a software product or app is very cheap, users may be willing to tolerate a lower level of reliability. Und das ist ein wichtiger Punkt, was man auch vielfältig beobachten kann, dass Software inzwischen sozusagen kostenlos herausgegeben wird, scheinbar kostenlos, weil bezahlen tun wir die Kosten, die Software natürlich mit unseren Daten, aber das geht nicht unmittelbar von unserem Portemonnaie ab. Und dass wir da auch das tolerieren, dass wir ein geringeres Level von Qualität haben. Ja, also bei der Einführung von Google Maps und der Navigation war die Software unglaublich weit hinterher zu den damaligen Navigationssystemen. Aber einfach weil es kostenlos war und man dafür kein Geld investieren musste, waren die Nutzer bereit, eben deutlich weniger Erwartungen oder ihre Erwartungen runterzuschrauben an die Software und haben es trotzdem benutzt. Customers may be willing to accept the software irrespective of problems because the cost of not using the software are greater than the cost of working around the problems. Also viele Probleme, da gibt es Workarounds für, da können wir irgendwie mit umgehen. Und dann ist eben die Frage nachher, Software nicht nutzen, ist das besser oder ist besser nutzen, die Software zu nutzen, aber eben mit ihren Fehlern. Das heißt, die Erwartungshaltung spielt eine große Rolle. Aber natürlich ist generell erstmal die Frage, was bedeutet eigentlich Softwarequalität? Was meinen wir eigentlich damit? Und die Qualität hat viele Facetten und ich möchte euch hier bloß mal so einen ganz kurzen Überblick geben, was Qualität alles bedeuten kann. Erstmal bei dem, wo wir prinzipiell irgendwie dran denken, ist die Funktionalität. Ja? Stimmt eigentlich die Funktionalität? Enthält die Software alles, was ich brauche? Ist das alles korrekt implementiert? Liefert der Taschenrechner irgendwie vielleicht falsche Ergebnisse? Ja, und das hat man ja vorher gesehen, dass das unter Umständen passieren kann, dass wir falsche Ergebnisse bekommen.
Es gibt aber noch mehr. Es gibt das Thema Security. Wir wollen, dass irgendwelche Sicherheitseigenschaften erfüllt sind von der Software. Und da gibt es auch wieder einen breiten Strauß von Eigenschaften, zum Beispiel die Integrität. Ja, wenn ich in einem Chat mit einer anderen Person schreibe, dann möchte ich, dass sichergestellt ist, dass nicht irgendwer anders mit mir schreibt, weil das unter Umständen große Konsequenzen haben kann, wenn da jemand sich einschalten kann in diese Kommunikation. Dann gibt es das Thema Reliability. Also wir wollen natürlich, dass das System irgendwie oder die Software irgendwie auch mit Fehlern umgehen kann. Ja, es kann durchaus mal Fehler von der Hardware geben, mit denen man umgehen muss, oder dass eben eine Webseite vielleicht nicht immer verfügbar ist. Und das zählt alles zum Thema Reliability. Es gibt noch mehr Qualitäten des Softwareproduktes, nämlich in Bezug auf Usability. Wie gut ist das nutzbar für den Kunden? Kompatibilität, wie gut arbeitet das zusammen mit anderen Teilen oder in verschiedenen, eine App funktioniert die auf allen Android-Versionen und auf allen Geräten. Aber auch sowas wie die Performance. Ja? Also muss ich da jetzt einfach ewig warten, bis das Programm startet, oder geht das relativ fix? Dann gibt es noch mehr Eigenschaften, und zwar mit dem Thema Maintainability. Wir werden uns tatsächlich später noch ein bisschen konkreter auseinandersetzen im nächsten Semester, wo es darum geht, wie gut kann ich eigentlich das System warten. Ja, also ich muss irgendwann mal Änderungen daran vornehmen, ich muss irgendwelche Probleme beheben. Wie gut kann ich das machen? Wie gut bin ich in der Lage? Oder baue ich jedes Mal, wenn ich einen Fehler behebe, zwei neue ein? Und dann gibt es noch das Thema Portability, das heißt, wie gut kann ich das adaptieren auf einen neuen Bereich? Kann ich das von einem Windows zu einem Mac portieren? Kann ich das da auch nutzen? Entgegen diesen Eigenschaften, die alle, die das Produkt selbst betreffen, gibt es nach der Norm IEC 25010 auch noch weitere Eigenschaften, die man als Gebrauchsqualität bezeichnet. Und zwar, Gebrauchsqualität ist sozusagen etwas näher an dem Nutzer dran. Das ist sowas wie, kann der effektiv seine Ziele damit erreichen? Ist er damit effizient? Ja? Oder braucht er jedes Mal 5 Klicks, um das Gleiche zu machen? Dann auch sozusagen, wie glücklich ist er mit der Software in Bezug auf, hat er ein Vertrauen in die Software, und ist es sozusagen ein Vergnügen, das zu benutzen. Ja, und jetzt kann man sagen, was Software Vergnügen, das zu benutzen. Nein, natürlich hat es einen wichtigen Aspekt. Zum Beispiel, wenn ich mir angucke Computerspiele oder wenn ich mir angucke Webseiten, auf denen man shoppt, dann möchte man natürlich ein Shopping-Erlebnis vermitteln sozusagen. Und da ist natürlich die Frage auch nach der Akzeptanz. Gut, dann gibt es Risiken. Und Risiken können ganz verschiedene Sachen betreffen, ökonomische oder Umweltschäden, die es zur Folge haben kann. Wir wollen, für die Gebrauchsqualität soll es eben frei von diesen Risiken sein. Und dann gibt es noch den Kontext, was so drumherum ist. Das heißt, wie flexibel ist das, und wie gut kann ich das auch in anderen Kontexten einsetzen. Was wir da jetzt gesehen haben, ist, es gibt eine Reihe von Eigenschaften, die unsere Software erfüllen soll. Und Softwarequalität bedeutet nicht nur, es funktioniert richtig, es bringt das richtige Ergebnis, sondern es hat viele Facetten. Und das sollte einfach mal einen kurzen Überblick darüber geben. Ja, bei dem XKCD bekommt man so ein bisschen Mitleid mit dem Entwickler, der da so alleine vor sich hin sitzt, vor seinem Computer und programmiert das. Und natürlich gibt es bei der Programmierung immer irgendwie Fälle, wo man denkt, ja, eigentlich kann der nicht eintreten. Ja, wenn hier jetzt alles stimmt, kann der nicht eintreten. Trotzdem muss man irgendwie damit umgehen, und entsprechend auch Fehlermeldungen schreiben, mit denen man, die dem Nutzer dann trotzdem irgendwie weiterhelfen. Und
Natürlich zeigt das auch, also die Qualität der Software, die hängt natürlich auch davon ab, wie wir das programmieren, aber wir haben sozusagen nicht alles in der Lage. Wir müssen eben durch Testen Fehler finden, die im Nachhinein entstanden sind und auch herausfinden, warum kommt es jetzt zu diesem unreachable State. Und da werden wir uns insbesondere im zweiten Softwareblock etwas genauer mit auseinandersetzen. Wir kommen zum Thema Software testen und dafür eine Reihe von Definitionen, die uns helfen, so ein bisschen zu verstehen, was gibt es denn für Arten von Testen und was bedeutet Testen. Testing is intended to show that a program does what it is intended to do and to discover program defects before it is put into use. Das heißt, wir wollen möglichst mit dem Testen Fehler finden, bevor wir das Produkt tatsächlich in den Einsatz geben. Das heißt, wir testen eben bevor es tatsächlich in der Praxis eingesetzt wird. Ja, Beta-Testing hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist so ein bisschen an der Grenze, weil natürlich ist es noch vor der großen Nutzung, ja, wenn ein Betriebssystem eben einen Monat vorher schon veröffentlicht wird, wo man eben sagt, ja, das hier müsst ihr aber noch mit Fehlern rechnen, ihr könnt das aber schon nutzen. Validation-Testing ist eine Unterart von Testen, wo wir daran interessiert sind, zu gucken, ob die Anforderungen erfüllt sind. Demonstrate to the developer and the customer that the software meets its requirements. Denn ja, also eine wichtige Frage und eine Frage der Qualität ist natürlich, ob wir die Anforderungen erfüllen. Und Validation Testing versucht eben zu gucken, ob die Anforderungen erfüllt werden. Manchmal haben wir aber auch das Ziel, tatsächlich konkrete Fehler aufzudecken. Dann spricht man eher von Defect Testing. Find inputs or input sequences where the behavior of the software is incorrect, undesirable or does not conform to its specification. Das heißt, bei Defect-Testing, das ist sozusagen mehr, dass wir daran interessiert sind, konkrete Fehler aufzudecken, wo es nicht unbedingt jetzt nur um die Anforderungen geht. Allerdings ist die Welt nicht schwarz-weiß. Tatsächlich haben wir so ein Kontinuum zwischen Defect-Testing und Validation-Testing und häufig machen wir irgendwie eine Mischung aus beidem. Ja? Und was man auch noch sagen kann, ist, dass sozusagen, wenn ich eher kleine Teile habe, dann kann ich da nicht wirklich Anforderungen dann abtesten, aber ich kann gucken, ob es das macht, was ich vorhatte, was es machen soll. Und wenn ich so eine Methode teste, dann bin ich eher so beim Defect-Testing und wenn ich eher die komplette Software teste, dann bin ich eher im Thema Validation Testing. Jetzt gibt es noch das Thema Wie und Wie, was für Validation und Verification steht. Und das hat bei Böhm hat diese Unterscheidung 1979 getroffen. Und zwar mit Validation, are we building the right product? Da ist die Frage, machen wir überhaupt das Richtige? Ja, also es mag ja sein, dass die Software hier komplett richtig funktioniert. Ja, also Defect Testing top, ja, ihr habt da keine Fehler gemacht. Aber das ist gar nicht das, was ich brauchte. Ja, ich wollte keinen Taschenrechner, sondern ich wollte einen Chat-Client haben. Und das klingt jetzt natürlich ein bisschen überspitzt. In der Praxis ist es aber so, dass man ja irgendein Ziel verfolgt, man möchte irgendwas schneller machen, man möchte irgendwo Personal einsparen oder ähnliches. Und mit der Software wollen wir das erreichen und vielleicht ist es die völlig falsche Software dafür. Und dann gibt es noch Verification. Are we building the product right? Und da ist die Frage, ist dann das, was wir jetzt bauen? Jetzt wissen wir schon, okay, gut, also ein Chat-Client wurde gebraucht, aber funktioniert der Chat-Client eben auch richtig? Und da sind wir eher beim Thema Defect-Testing. Es gibt verschiedene ja, Schritte sozusagen beim Testen, ganz grober Natur, nämlich es gibt das Development-Testing, das heißt, das ist der Bereich, wo das System getestet wird während der Entwicklung. Das heißt, typischerweise von Entwicklern. Und da ist das hauptsächliche Ziel, dass wir irgendwie Fehler aufdecken. Dann gibt es das Thema, die möglichst früh aufzudecken. Ja, je früher wir so einen Fehler aufdecken, desto günstiger ist es auch, den zu beheben. Release-Testing, das ist typischerweise so am Block eine Aktivität, wo man sagt, jetzt haben wir irgendwie, wollen wir einen neuen Release rausbringen und das ist noch 4 Wochen Zeit. Wir nehmen uns 2 Wochen zum Testen und 2 Wochen beheben wir noch die letzten Fehler. Und dann gibt es das User-Testing, wo man tatsächliche Nutzer oder auch potenzielle zukünftige Nutzer vom System eine Software nutzen lässt und auch in der richtigen Umgebung.
Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass wir eben was entwickeln für ein eingebettetes System, einen Rasenmäherroboter. So, da macht es jetzt nicht Sinn, nach jeder Änderung das mit einem Nutzer zu testen, sondern bestimmte kleine Änderungen erstmal irgendwie als Entwickler zu testen. Dann gibt es irgendwann den Release und dann gibt es eben auch noch sozusagen Phasen, wo man mal eben Nutzer mit einbindet in das Testen und deswegen diese Arten. Für all die gibt es manuelle Tests und automatisierte Tests. In manual testing, a tester runs the program with some test data and compares the result to the expectations. Und das ist so, glaube ich, die grundsätzliche Vorstellung, die man erstmal hat, wenn man sich mit dem Thema Testen beschäftigt. Man denkt, naja, Software wird eben getestet, da sitzt eben ein Nutzer davor und gibt da eben Eingaben ein in den Taschenrechner und guckt, ob das richtige Ergebnis rauskommt. Ja, so ähnlich wie ich das in einer der letzten Vorlesungen gemacht habe. In der Praxis versuchen wir allerdings möglichst viel von diesem manuellen Aufwand zu vermeiden. Und das schaffen wir durch Automated Testing. In Automated Testing, the tests are encoded in a program that is run each time the system under development is to be tested. Das heißt, bei automatisierten Tests wollen wir die Tests möglichst auf den Knopf drücken, die werden ausgeführt, ich kriege ein Ergebnis, ich kriege irgendwie einen Report daraus, der mir sagt, folgende zwei Fehler wurden gefunden oder folgende zwei Tests sind fehlgeschlagen und der Rest lief durch. Und das muss man sagen, das ist in der Praxis inzwischen so, dass man versucht, möglichst viel zu automatisieren, auch wenn man es nie schaffen wird, alles zu automatisieren. Ja, es gibt eben Sachen und deswegen auch diese Qualitätseigenschaften, die wir uns davor angeguckt haben, wo eben ein Nutzer gefragt werden muss, ob er zufrieden damit ist und ob er jetzt ein tolles Shopping-Erlebnis hatte. Gut. Qualitätssicherung. Da gibt es eine Reihe von verschiedenen Arten. Und Qualitätssicherung klingt immer erstmal so nach Testen. Ich möchte halt Fehler finden. Aber es gibt auch konstruktive Qualitätssicherung. Konstruktiv insofern, dass ich Fehler von vornherein vermeide oder von vornherein eine hohe Qualität erreiche. Und konstruktive Verfahren, da haben wir schon was kennengelernt, zum Beispiel die Coding Guidelines. Ja, wir haben uns im Themenblock Implementierung, Programmierung haben wir uns damit auseinandergesetzt, welche Coding Guidelines sollte man einhalten. Und das hilft auch, die Qualität zu steigern. Ja, also das kann zum Beispiel auch sein, dass der Quelltext lesbarer ist durch diese Coding Guidelines, aber auch, dass konkrete Fehler vermieden werden, wenn man eben bestimmte Klammerungen oder ähnliches eben einhält. Dann gucken wir uns heute analytische Verfahren an. Und zwar analytisch insofern, das bedeutet, man nimmt sich irgendwas her von der Software und versucht herauszufinden, hat das jetzt Fehler. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man da vorgehen kann, nämlich indem wir das analysieren. Das heißt, wir nehmen den Quelltext her, wir führen den nicht aus, sondern wir analysieren den Quelltext selbst. Und das macht natürlich ein Compiler. Ja? Ihr kennt selber Compilerfehler, wo der Compiler irgendwie sagt, diese Variable wurde nie benutzt, dieses Return Statement ist hier gar nicht erreichbar. Und da gibt es viele Fehler, die so ein Compiler erkennen kann, aber natürlich ist der begrenzt in dem, was er erkennen kann. Und das kann man ganz gut ersetzen durch Menschen, nicht ersetzen, sondern ergänzen durch Menschen, die sich den Quelltext angucken. Und das ist dann Code Review genannt und das gucken wir uns gleich nochmal etwas mehr im Detail an. Im zweiten Teil der Vorlesung gucken wir uns dann, im dritten Teil der Vorlesung gucken wir uns dann das Thema Testen an, das heißt das tatsächliche Ausführen von dem Programm. Und das ist eine analytische Qualitätssicherungsmethode, bei der wir eben das Programm nehmen, das wurde vielleicht vorher schon kompiliert, und dann führen wir das Programm eben aus. Da gibt es eben diese zwei Arten. Whitebox-Test heißt, ich gucke mir den Quelltext an und versuche in dem Quelltext irgendwie herauszufinden, welche Fälle sollte ich jetzt eigentlich abtesten. Und beim Blackbox-Testing guckt man sich eher die Spezifikation an und sagt, aha, es soll also positive und negative Werte unterstützen, also gucke ich mir mal negative und mal positive Werte an. Und dann gibt es noch organisatorische Qualitätssicherung. Das bedeutet, wir versuchen organisatorisch, sitzen die Teams geeignet zusammen, gibt es regelmäßigen Austausch innerhalb von so einem Team. Gibt es regelmäßige Statusberichte sozusagen und kriegt man frühzeitig mit, dass es irgendwie Probleme gibt. Und das alles fällt unter das Thema Software-Projektmanagement und das werden wir uns in der letzten Vorlesung in diesem Semester etwas genauer angucken.
Das heißt, ihr seht, Qualitätssicherung betrifft nicht nur, das kann man nicht einfach abfrühstücken und sagen, das ist Testen, sondern Qualitätssicherung ist viel breiter. Es gibt einen breiten Strauß von Möglichkeiten. Und selbst die, die hier auf der Folie sind, sind längst nicht vollständig. Es gibt viele weitere konstruktive, analytische und organisatorische Verfahren. Zum Thema Code-Reviews, da wollen wir hier nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Code-Reviews, die Idee ist, ich erhöhe die Qualität der Software, indem ich andere Programmierer nach Feedback frage. Ja, das heißt, ich habe was programmiert und jetzt muss jemand anders da mal drüber gucken und der kann zum Beispiel mit einer Checkliste arbeiten. Das heißt, er guckt, ob die Coding Guidelines erfüllt sind, ja, weil die Coding Guidelines, die nützen irgendwie relativ wenig, wenn ich nur sage, wir setzen die ein, aber die sind tatsächlich nicht eingesetzt. Das heißt, die müssen auch überprüft werden. Das kann man teilweise inzwischen schon werkzeuggestützt machen, also sozusagen automatisiert. Allerdings gibt es da immer noch Fälle, wo man sozusagen, wo jemand drauf gucken sollte und sagen sollte, ja, hier hast du eine Coding Guideline nicht einhalten. Ja, also ob der Name verständlich ist, das muss eben ein Mensch entscheiden. Ja, ob irgendeine Abkürzung vielleicht lieber ersetzt werden sollte, weil man damit nichts anfangen kann. Es gibt viele Qualitätskriterien, die wir damit verbessern können. Die eigentliche Funktionalität, aber auch sowas wie verständlich ist der Quelltext, ja, weil der sich den Quelltext angucken soll, der soll halt den versuchen nachzuvollziehen, der soll sich auch Gedanken darüber machen, wie gut können wir den erweitern. Und da sind wir dann auch schon wieder bei sowas wie dem Thema Entwurfsmuster. Entwurfsmuster haben wir in der letzten Vorlesung behandelt und da ging es vor allem darum, wir wollen es ermöglichen, dass es einfach ist, in der Zukunft noch bestimmte Änderungen an der Software vorzunehmen. Und welche Design-Patterns eingesetzt sind und ob die sinnvoll eingesetzt sind, das ist natürlich auch gut, wenn wir hier das Vier-Augen-Prinzip nutzen und da jemand anders sozusagen noch drüber guckt. Jetzt die Frage, wie wähle ich eigentlich einen guten Reviewer aus? Ja, also wie wähle ich den aus, der meinen Quelltext sich ansieht? Und da kann man natürlich sagen, naja, der sich mit dem Quelltext am besten auskennt, das kann auch nach der Expertise gehen, dass man sagt, jetzt habe ich hier in diesen Teil des Quelltextes eine Verschlüsselung eingebaut und jetzt nehme ich einen Security-Experten, der sich eben das anguckt. Aber natürlich, in der Praxis haben wir auch so etwas wie Verfügbarkeit. Ja? Und interessant ist, dass es eben Werkzeuge inzwischen auch schon schaffen, automatisiert Personen vorzuschlagen, die eben viele Änderungen an den entsprechenden Dateien vorgenommen haben. Ein paar Hinweise zu Code-Reviews. Was Grundlegendes ist, man kann das nicht selbst durchführen. Es ist so, dass man spricht da auch von Betriebsblindheit, dass man sozusagen, wenn man den Code selber geschrieben hat, dann sieht man bestimmte Fehler da drin nicht. Und es ist natürlich auch so ein Aspekt bei dem Code-Review, dass man auch was lernen will. Ja? Man will sich auch selbst verbessern. Und das lernt man halt nur durch Feedback von anderen. Diejenigen, die das Review durchführen, die brauchen auch Programmiererfahrung. Also ich kann jetzt nicht irgendeinen Manager hernehmen, der nicht programmieren kann und der guckt jetzt mal über meinen Code rüber, ja, weil der eben für die Qualitätssicherung ist der verantwortlich und deswegen guckt der da drüber. Das macht wenig Sinn, weil der kann mir natürlich nicht so detailliert Feedback geben, wie ich in Zukunft besser programmieren kann und wie die Wartbarkeit des Codes aussieht. Und im Idealfall natürlich auch in irgendeiner Form Wissen von dem Quelltext, weil ja, so kann man sich gegenseitig irgendwie Feedback geben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt nicht sozusagen die eine Person, die nur Reviews macht und eine andere, die programmiert. Das System würde nicht funktionieren, sondern jeder muss irgendwie was programmieren und was anderes reviewen. Und deswegen spricht man auch von diesem gegenseitigen oder Englisch Mutual Feedback. Das Feedback, diese Code-Reviews müssen natürlich relativ zeitnah passieren, weil wenn ich jetzt einmal drin bin, gedanklich sozusagen irgendwas zu entwickeln, nach 2, 3 Wochen ist man da völlig raus. Das heißt, das muss auch sehr zeitnah passieren und es sollte konstruktiv sein. Ja, also wenn sich der andere totlacht über meinen nicht wörtlichen Sinne, über meinen Quelltext und sozusagen mich auslacht, dann wird das Ganze nicht sinnvoll funktionieren. Sondern man braucht da auch sozusagen eine konstruktive Arbeitsatmosphäre. Man muss sich einstellen auf Feedback, man muss sich einstellen auf Kritik. Und das ist ein wichtiger Punkt, was auch viele Firmen gemerkt haben, als sie Code-Reviews eingeführt haben. Code-Reviews sind heute sehr, sehr weit verbreitet in der Industrie, aber das waren sie eben vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch nicht. Und ja, das ist auch sozusagen eine Frage der Einstellung, eine Frage des Teams.
Man muss sozusagen auch ein gutes Team haben, in dem eben solche konstruktive Arbeit möglich ist. Und das ist ein wichtiger Punkt sozusagen. Aus all dem fällt natürlich heraus, man muss kleine Änderungen reviewen, kleine Änderungen sich angucken und begutachten, weil wenn es zu viel auf einmal wird, dann braucht man zu lange, um Feedback zu geben und dann ist es auch zu viel, um das einzuarbeiten. Gut, wenn wir entwickeln, dann ist das unter Umständen ein langer Prozess, wo wir entwickeln, entwickeln, entwickeln und dann nachher kommt was raus. Und eine Plattform, auf der heutzutage viel Code entwickelt wird, ist GitHub. Und GitHub beschreibt sozusagen das Code Review als einen essentiellen Teil der Entwicklung. Und das Grundprinzip ist häufig so, dass man sagt, okay, ich fange jetzt an, was zu entwickeln. Ich laufe in so einen extra Branch. Ich entwickle da was. Und jetzt kommt die Stelle, jetzt fängt das Review an. Es gibt Kommentare. Ich arbeite da was ein, es gibt wieder Kommentare, ich arbeite was ein und irgendwann kommt man im Idealfall eben zu dem Punkt, wo man sagt, es hat jetzt, die Qualität stimmt jetzt und jetzt erst gebe ich es frei für alle anderen und jetzt erst sozusagen wird es live geschaltet. Das ist jetzt ein relativ harter Cut thematisch, aber praktisch ist es so, dass einige der Softwarefehler, die wir in der Praxis so sehen, an dem Modulo-Operator liegen. Das liegt daran, dass wir das Modulo uns nicht so gut vorstellen können, allerdings auch an bestimmten Randfällen. Nämlich die Randfälle, wenn wir mit negativen Zahlen zu tun haben. Ja, das heißt, wir können ja an dem Modulo-Operator, also der berechnet den Rest, den wir bei ganzzahliger Division haben. Das heißt, wenn ich 13 durch 3 teile, geht das nicht ganzzahlig. Ich kann 12 durch 3 teilen, dann bleibt 1 über. Und da sind sich verschiedene Programmiersprachen immerhin einig, dass da der Rest 1 ist. Wenn ich allerdings minus 13 Modulo 3 rechne, dann kommt manchmal minus 1 raus und manchmal 2. Wenn ich 13 Modulo minus 3 rechne, dann kommt manchmal 1 raus und manchmal minus 2. Jetzt kann man sagen, so what? Das gibt natürlich Konsequenzen, wenn ich was von einer Programmiersprache in eine andere überführe. Das hat auch Konsequenzen, wenn ich einen Java-Entwickler habe und der macht ein Code-Review für jemanden, der Python entwickelt hat. Dann sieht er unter Umständen die Fehler nicht oder versteht den Code falsch, weil er eben ja, ein anderes Verständnis hat von der Modulo-Funktion. Und viele Entwickler wissen das vielleicht aber auch gar nicht, was da so genau passiert bei den negativen Zahlen. Allerdings ist es eben, ja, kann es eben schon entscheidend sein, und das ist ein wichtiges Thema in der Software für Softwarequalität, dass man sich eben auch um Randfälle Gedanken macht. Ja, selbst wenn ich das Modulo jetzt einsetze, muss ich mir eben Gedanken machen, was passiert mit negativen Zahlen. Gut, und aus mathematischer Sicht sind all diese Definitionen irgendwie Murks, weil aus mathematischer Sicht gibt es Äquivalenzklassen und eine Äquivalenzklasse, da wäre es eigentlich gut, weil man immer nur einen ganz bestimmten Vertreter davon hat und es nicht mal negative und mal positive Zahlen sind, sondern was man da eigentlich gern hätte, ist, dass das Modulo immer zwischen 0, eine Zahl zwischen 0 und n minus 1, wobei n der Divisor ist. Ja, also hier von 3 könnte man sagen, 0, 1 oder 2 kommt raus. Und weil ich die besser finde und weil man die praktisch vielleicht auch nutzen kann, habe ich mich hingesetzt und habe das mal programmiert. Und warum zeige ich euch das jetzt? Naja, ihr sollt diesen Quelltext euch angucken und ihr sollt diesen Quelltext nutzen und mal ein Code-Review machen. Ja, das heißt, ihr sollt euch den Quelltext ansehen, ihr sollt gucken, was steht da in dem Java-Doc-Kommentar, was soll die eigentlich machen und wie ist sie implementiert und was habt ihr für Feedback dazu. Und das Feedback bitte wie gehabt sozusagen einreichen im Moodle und was ihr zusätzlich noch machen sollt, damit wir auch das Thema Compiler und was finden Compiler für Fehler, solltet ihr euch mal eine Änderung an diesem Programm überlegen. Ja, das heißt, eine Zeile hinzufügen, eine Zeile abändern, eine Zeile entfernen und sollt dann sagen, was würde der Java-Compiler sagen? Ja, was würde er für einen Fehler erkennen und warum ist es sinnvoll, dass er einen solchen Fehler erkennt? Gut, aber das ist sozusagen zu der Aufgabe und da freue ich mich, wenn ihr euch das anguckt. Es ist tatsächlich, hat es noch einen anderen Hintergrund. Wir werden in den nächsten zwei Vorlesungsblöcken diesen Quelltext wieder nutzen und da werde ich den nicht im Detail durchgehen und erklären, sondern das ist gut, wenn ihr euch selber schon mal gedanklich da eingearbeitet habt und euch den Quelltext angesehen habt. Gut, was haben wir jetzt im ersten Teil uns angesehen?
Wir haben uns angesehen, was ist überhaupt Qualität, was ist Qualitätssicherung und welche Arten von Qualität gibt es, nämlich Produktqualität und Gebrauchsqualität. Wir haben auch eine Reihe von Begriffen im Testen eingeführt, sowas wie Validation und Defect Testing oder die Unterscheidung zwischen Validation und Verification, wo es eben einmal darum geht zu zeigen, habe ich das richtige Produkt oder habe ich das Produkt richtig entwickelt? Aber auch sowas wie verschiedene Stadien des Software-Testens, wie Development, Release und User-Testing, aber auch, ob wir das automatisch oder manuell durchführen, also ob wir da einen Mensch brauchen, der da Eingaben tätigt. Und für die Qualitätssicherung haben wir uns verschiedene Bereiche angeguckt und sehen, okay, es gibt konstruktiv, analytisch und organisatorisch. Und Ziel ist jetzt, dass ihr euch eben mit den ersten analytischen Verfahren auseinandersetzt, nämlich mit Compilern in der praktischen Aufgabe und eben Code-Reviews mal selbst ausprobiert. Dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder, wenn ihr fertig seid, euch mit dem Code auseinanderzusetzen. Bis gleich!